Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Maris Salon die Livre liest. Willkommen zum Mitte Juni Laber Video. Also es wird halt nur ein bisschen was geredet. Ich versuche mich kürzer zu halten als sonst. Im Juni fühle ich mich dieses Mal sehr europameistermäßig. Ich bin ja ein Fußballfan, schon ganz, ganz lang. Mein Papa hat mich das erste Mal mit 4 zu einem Live-Spiel mitgenommen und seitdem schaue ich gern Fußball, egal auf nationaler, vielleicht nicht unbedingt ganz immer auf nationaler österreichischer Ebene, aber zumindest auf internationaler Ebene schaue ich es wahnsinnig gern. UEFA Cup, auch ausländische Ligen und so weiter und jetzt mit der Europameisterschaft schlägt mein Herz natürlich gleich viel höher. Mein Herz schlägt natürlich auch für Österreich. Die erste Partie ist gewonnen. Juhu. Bin ganz, ganz stolz. Wie es weitergeht, werden wir sehen. Ich bin auch immer für die Underdogs. Muss ich jetzt ganz offen und ehrlich sagen. Und Schottland ist endlich wieder bei der Europameisterschaft. Ich freue mich sehr. Befürchte aber, dass es nicht wahnsinnig gut ausgehen wird für die Jungs aus Schottland. Aber dennoch Daumen halten. Schaut ihr Fußball? Ich weiß, dass es weniger fußballlesende Nerds geht. Fußballlesende Nerds, super. Das kann ich fast nicht rausschneiden, weil das ist zu doof. Also, ihr lest viel, schaut ihr auch gern Fußball oder verfolgt ihr die Großereignisse. Das würde mich wirklich interessieren, schauen, ob es viele Leser gibt, die auch Fußball gern mögen. Insgesamt hoffe ich auf Frankreich oder Spanien oder Belgien noch, England dann noch. Also, aber wie gesagt, wenn es so Matches sein, wo ich sage, da ist mir jetzt ehrlich gesagt egal, wer gewinnt, dann bin ich meistens für die Underdogs. Also die halte ich dann immer extra die Daumen. Was bringt der Juni sonst noch? Pick My Soup mache ich, also jetzt im Juni war es mit der Anke. Im Juli, wir bereiten also schon den Juli vor, Paula von The Reading Fox. Sie wählt 3 Bücher aus, ich wähle 3 Bücher aus und schauen wir mal, wie viel wir dann tatsächlich im Juli lesen können. Meine Wahl ist schon getroffen, ich schicke ihr jetzt dann das Video und dann kann sie ja schauen, wie es ihr gefällt. Naja, dann gibt es noch einen kurzen Rückblick. Im Mai hatten wir ein virtuelles Booktuber-Treffen, initiiert von der Ruth von Zwischen 1000 Zeilen, Juli-Juli-Bücher und Eva Herz auf der Zunge. Dort hat es ganz viele kreative Ideen gegeben. Das war so Brainstorming. Technisch hat das alles irre gut hingehaut, wie von einer perfekten Agentur gemacht. Es hat sogar ein Tagesprogramm gegeben und also es war echt super organisiert. Als ein Punkt, den habe ich davor schon gekannt, hat Eva von Herz auf der Zunge mehr oder weniger so Live-Talks vor. Der nächste ist am 19. Juni um 19.30 Uhr mit Belletristik Basti. Es geht um Angst- und Panikattacken. Jetzt muss man dazu sagen, Eva hat das Ganze gelernt. Das heißt, sie hat studiert, sie hat das gemacht, sie hat, bildet sich da immer weiter. Ist jetzt, glaube ich, gerade wieder in einem neuen Lehrgang mit neu, dass sie einfach sich noch mehr Wissen aneignen kann zu diesem Thema. Sie macht das Ganze auch beruflich. Also, und sie geht diese Themen wirklich sehr ernsthaft an. Sie hat eine extrem ruhige Art, für mich eine total angenehme Stimme und versucht manche Themen ein bisschen zu enttabuisieren bzw. anderen zu zeigen, dass man mit so einem Problem nicht immer alleine ist. Ich glaube, da hat man oft, vor allem bei Angst- und Panikstörungen, dass man sich selber nicht ernst nimmt und glaubt, das ist nicht, irgendwas ist nicht in Ordnung mit einem, aber weiß nicht genau womit, was nicht in Ordnung ist. Und sie geht damit sehr sensibel um, also wenn ihr könnt, schaut gern bei diesem Live-Talk vorbei. Sie hat andere Themen über den Sommer vorbereitet, die sie danach auch ankündigen wird. Wie gesagt, folgt ihr gern, damit ihr genau wisst, was da genau abgeht und welche Themen da extra noch einmal besprochen werden. Was gibt es sonst noch aus diesem Brainstorming zu berichten? Es waren wirklich total wundervolle Ideen dabei. Ich kann nicht bei allen mitmachen, weil ich gebe es jetzt zu, ich bin leider nicht kreativ genug und ich habe nicht so viele Ideen, dass ich sage, da könnte ich was beisteuern oder so irgendetwas da. Was ich gern machen würde,
da dauert es allerdings noch bis Ende Oktober. Senf dazu, gebe euch auch da den Link dazu, macht ein Halloween-Special. Ich habe mir jetzt einmal eingetragen, weil ich mir denke, da könnte man wirklich was Tolles draus machen. Ja, ich muss erst drüber nachdenken, weil, wie gesagt, mir fehlen da die zündenden Ideen, aber ich würde gerne. Was haben wir noch? Es gibt von Jackie's Letter Love, die Idee, mehr gemeinsam englische Bücher zu lesen. Rennt sie bei mir offene Türen ein. Ich habe ja im Juli vor, englische Bücher zu lesen. Als erstes wäre mal J.R. Ward's Lover Unveiled, den aktuellen Band von der Black Dagger Reihe. Es kommt dann Ende Juli von ihr eine neue Reihe, Claimed Wolfen, glaube ich, heißt die Reihe, wenn es mich nicht ganz täuscht. Es geht um Gestaltwandlerwölfe. Und natürlich Nalini Singh hat der Nine Psy Changeling, der erscheint ebenfalls Ende Juli und den muss ich lesen. Da führt kein Weg dran vorbei. Da freue ich mich jetzt wirklich drauf, weil ich glaube, dass da ganz was Wichtiges passieren wird. Es war so, zumindest das letzte Kapitel war meiner Meinung nach so ein bisschen wegweisend. Das freue ich mich sehr. Dann hat Sarah von The Happy Novelist einen Tea Talk mit verschiedenen Themen. Aber ich nehme an, eher buchige Themen werden das sein. Da freue ich mich sehr, da werden verschiedene teilnehmen. Ich weiß noch nicht genau, wie es abgeht, aber auch da dürft ihr mich erwarten. Yay! Es wird die Bookshopping Queen oder der Bookshopping King gesucht. Da haben sich einige dafür gemeldet und ich bin total froh, dass ich überhaupt mal mitmachen kann, weil das Problem ist, es geht da um ein Paket, das verschickt werden soll und das ist nach Österreich einfach irre teuer. Und ich habe dann gesagt, na okay, ich mache einfach nicht mit, weil das will ich jetzt kaum zumuten, den Zusatzaufwand zu tragen. Aber sie haben jetzt eine Möglichkeit gefunden und sie haben gesagt, na, sollst unbedingt mitmachen und das habe ich total nett gefunden. Und sobald es soweit ist, kriegt sie natürlich auch Bescheid, wer da alle mitmacht und was genau da geplant ist. Was haben wir noch? Es wird eine größere Aktion geben, die nennt sich dann Booktube empfehlen. Da gibt es aber sicherlich ganz, ganz viel ausführliche Informationen zum späteren Zeitpunkt. Booktube Sommercamp, das hat es in den vergangenen Jahren schon ein, zwei, dreimal gegeben. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber es haben sich viele Booktuber gemeldet und es dreht sich da alles rund um Sommer. Die Juli von Juli Bücher hat da die Organisation übernommen und hat es geschafft, alle Wunschthemen bzw. Wunschtermine so zu legen, dass jeder an dem Tag tatsächlich sein Video online stellen kann, wie er sich's wünscht. Da machen echt ganz viele mit. Sobald die weiß, wie es genau funktioniert und so weiter, dann gibt es ein Ankündigungsvideo und darauf freue ich mich wirklich sehr, weil das wäre total spannend. Da gibt es auch schon ganz viele Vorschläge für Videos. Bei mir wäre es das mehr oder weniger. Außer, dass ich noch sagen muss, ich bin jetzt im Juni ein Wochenende lang in Südtirol. Gerade einen Moment. Mein Dreibein. Also, ich bin im Juni an einem Wochenende in Südtirol, in einem 5-Sterne-Ressort. Mein Mann hat das letztes Jahr gewonnen. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde es mir nicht leisten können. Es wäre mir einfach zu teuer. Aber schauen, ob ich einen Vlog oder was dazu machen kann, um einfach ein bisschen damit anzugehen. Weil also die Videos und die Fotos, die dort online gehen, auf Facebook und so weiter, sind so gewaltig und so edel. Puh, also das wäre ein sehr teures Wochenende, aber ja. Schaut einfach super aus und ich freue mich jetzt sehr. Die haben dort zwar einen Indoor-Pool, einen Outdoor-Pool und ja, einiges. Super genial, freue ich mich sehr. Und was lese ich zurzeit? Ich lese mit der Beate und Lisa das Lied der Wölfe von Rena Fischer. Spielt in Schottland, dreht sich um Wölfe bzw. eine aufkeimende Liebesgeschichte. Ich bin auf 150 Seiten circa. Wir haben jetzt einen ganzen Monat dafür Zeit. Im Moment ist es einfach so, dass es mir ein bisschen, wie gesagt, es ist noch nicht wirklich was weitergegangen. Man kriegt zwar schon einen Einblick und so weiter, aber irgendwie fehlt mir noch der Sog. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt mache ich ein bisschen
Pause und schaue weiter, wenn ich wieder einfach ein paar Tage mich nicht damit beschäftige. Es wurde schon, ich würde schon gerne wissen, wie es weitergeht und wie es mit diesen Wölfen, was da genauso passiert, aber naja, im Moment einmal nicht. Deswegen habe ich mich dann entschieden, weil ich im Video von Elke und ihre Bücherwelt gesehen habe, ich verlinke euch das Video dazu, was sie im Juni vorhat zu lesen. Und da ist mir ein Buch aufgefallen, das auch auf meinem Sub liegt. Und da habe ich gesagt, weißt du was, da könnte man doch einen Bodyread machen, weil liegt schon lang, muss befreit werden, gute Gelegenheit. Und zwar spreche ich von Charlie Lovett, der Buchliebhaber. Der Titel ist doch genial, ich finde auch das Cover sehr schön. Und es geht um Arthur Prescott. Total schöner Name, Prescott finde ich total schön. Der Mann arbeitet in der Universität von Barchester, nicht unbedingt, weil er die Universität so toll findet, sondern weil er die Bibliothek in der Kathedrale dort so überwältigend findet. Er verbindet damit Kindheitserinnerungen an seinen Opa und so weiter. Also er hat dazu einfach ganz, ganz tiefe Gefühle. Und er ist dann dort und macht sich auf die Suche nach einem bestimmten Manuskript. Das Manuskript ist sehr alt. Man erhält dann immer wieder Einblicke in die Zeit, wo dieses Manuskript entstanden ist. Das war 1600 irgendwas. Das heißt, wir springen also zwischen zwei Zeitebenen hin und her, was ich ja total super finde, mag ich total gern. Und, soweit bin ich aber noch nicht, weil ich erst auf Seite 55 bin, dann kommt ihm eine junge Frau in die Quere, zu Hilfe, man weiß es nicht genau. Wir werden es sehen. Und ich habe jetzt heute hab mir gedacht, mal schauen, mal, was die Rezensionen so hergeben. Alle seine Bücher werden mit durchschnittlich 4 oder mehr Sternen bewertet. Also das hat schon irgendwie Qualität, auch wenn es manchen nicht so gut gefallen hat, aber das gehört dazu. Mir gefällt es, nur weiß ich nicht, wie weit oder wie viel ich noch zum Lesen komme, weil eben ich Fußball schaue. Gleichzeitig hat mich Buchpost erreicht. Und ich dachte eigentlich, ich wüsste, Boden gefallen, was auf mich zukommt. Habe die Pakete aufgemacht und bin dann auf Folgendes gestoßen. Und zwar zweimal dasselbe. Ich habe das Buch tatsächlich auch angefragt beim Bloggerportal. Es ist vom BTB Verlag. Und mit BTB der Verlag, da fahre ich einfach meistens sehr gut. Also da habe ich schon wirklich eine Kleinode herausgezupft. Und in dem Fall ist es von Brent Chancellor, wo niemand uns sehen kann. Worum geht's? Sycamore, ein verschlafenes Nest in Arizona. 18 Jahre nach dem spurlosen Verschwinden der jungen Jess Winters tauchen in der Wüste menschliche Überreste auf. Unter den Bewohnern der Kleinstadt kehren die bohrenden Fragen wieder. Was ist an jenem Abend, an dem Jess zum letzten Mal gesehen wurde, wirklich geschehen? Da drauf steht jetzt eigentlich nur Roman. Ich finde dieses Cover äußerst gelungen. Das Auto, das da der Straße entlang weht und fährt und hinter sich diese Staubfahne zieht. Und ich mag so Kleinstadtgeschichten. Nicht immer und vielleicht auch nicht mit 500, 600 Seiten, aber in dem Fall ist es jetzt nicht mega, mega dick. Aber das war einfach so ein Puh, was ist da passiert? Und witzig, wie man an manchen Klappentexten hängen bleibt und manche, die vielleicht ähnlich sind, deren dann überhaupt nicht reizen. Jetzt, wie gesagt, habe ich das Buch zweimal bekommen. Ich werde jetzt gleich eine E-Mail verschicken und nachfragen, was ich mit dem zweiten Exemplar machen soll. Eigentlich hätte ich ein anderes erwartet, aber ja, das ist jetzt halt noch nicht da. Mal schauen, ob es noch kommt. Aber egal. Das zweite war schon lange geplant und deswegen habe ich mich gefreut, als ich es bewilligt bekommen habe, weil ich mir gedacht habe, da werden ganz viele nachfragen. Den Autor habe ich gerade im Mai gelesen und deswegen war dann ziemlich, ich glaube, das klingt total interessant und wenn er so weiter tut, wie er es in dem ersten Roman schon gemacht hat, dann wird das was für mich. Naja, wird schon kommen und wenn nicht, muss ich es dann bei Zeiten selber mir besorgen. Das wäre es mehr oder weniger jetzt im Juni in meinem Lava-Talk für heute. Er fühlt sich gerade wohl. Er hat so seine Phasen.
jetzt, er ist schon ein bisschen älter und jetzt zappert er ein bisschen, wenn man ihn streichelt. Aber ja, es ist mein Hutch im Übrigen, mein Dreibein-Hutch. Für mich wäre es das jetzt derweilen. Sagt mal, habt ihr noch separate Pläne, irgendwas Besonderes im Juni? Wart ihr vielleicht sogar schon in Urlaub irgendwo ans Meer? Wie gesagt, ich fahre erst im September dann ans Meer. Oder habt ihr andere Ausflüge, Tagesausflüge, irgendwelche Tipps, wo man sagt, wenn man da mal ist, sollte man sich das anschauen. Ich werde jetzt meinen Kater noch ein bisschen weiter streicheln. Für heute lasse ich euch gehen. Bitte bleibt gesund, habt einen schönen Tag. Sucht euch guten Lesestoff. Pfiat euch und bis bald.